Hallöchen und herzlich willkommen zu The Journey Champions. Mit Gaming Beast und wir spielen ja The Journey Champions, ist der letzte Teil. Und danach den zweiten ausgelassen. Genau, ich habe den zweiten Teil ausgelassen. Ich habe gar keinen davor gemacht. Aber gut, ich war aber dabei. Beim ersten, glaube ich, warst du dabei. Beim FIFA zweiten, 17. Ja, beim also FIFA 18 habe ich nur die Demo gespielt. Weil ich wollte mir nicht extra das Spiel kaufen, nur für die Story halt. Und der Gaming Beast hat sich halt das Spiel gewünscht. Wir haben es ihm besorgt und er hat mich, ich fühle mich geehrt. Er möchte, dass ich dabei bin, Mitspieler. Ich freue mich dafür, danke. So, und dann gehen wir mal, machen wir einfach mal hier Start. Kannst du mal erklären, warum es so komisch anhört vielleicht? Achso, ja, übrigens nehmen wir nur über ein Mikro auf, das ich auch noch, also an meinem Headset. Und wir spielen auf Japanisch, nein. Und, Nee, Arabisch. Das soll ich sehen. Und ja, ich hoffe, der Ton ist in Ordnung für euch. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Weil anders kriegen wir es leider nicht hin. Ja, warte mal nicht, dass jetzt die Sequenz kommt. Journey wird gestartet. Alles gut. Gestartet. Müssen wir leise sein, bitte. Noch ist ja nichts. Jetzt schwarzer Bildschirm. Bisher bei The Journey. Wenn du es mit der Profikarriere ernst meinst, muss Fußball dein Leben sein. Und da ist er. Mit 17 Jahren hat er bereits erreicht, was andere Spieler nie erreichen. Ich bin bereit. Komm schon. Ich spiele einfach gern Fußball. Das ist alles, was ich kann. Viel Erfolg in der neuen Saison. Danke. Danke. Das ist ganz anders abgelaufen. Wir wurden verarscht. Michael! Du hast meine Karriere aufs Spiel gesetzt, nur um wieder wichtig zu sein. Das stimmt nicht, Alex. Was stimmt denn dann? Alex, das kann dir echt helfen. Du kannst ein MLS-Star werden. Es ist die Chance für einen Neubeginn. Hey Mann, willkommen in L.A. Das hier ist eine komplett andere Welt. Ich hab alles im Fernsehen gesehen. Das war doch nur eine kleine Ausnahme. Oh, da komm ich. Schön, dich zu sehen. Danke für die Einladung. Dekotausch nach dem Spiel? Ja, lässt sich vielleicht machen. Du spielst grandios, Mann. Mach einfach weiter so. Lass dich nur nicht zu sehr von diesem Hollywood-Spektakel ablenken, okay? Dad, willst du sagen, das ist meine Schwester? Alex, du spielst Fußball. Ja, liegt im Blut. Ich muss mir das alles hart erkämpfen, aber ich liebe den Fußball. Wow, wow, wow. Unser Heimkehrer aus dem schönen Hollywood. Alle behalten mich im Auge und erwarten, dass ich der nächste Alexander werde. Für dich ist die Zeit gekommen, diese Witze sein zu lassen. Es ist an der Zeit, dass du dir Respekt verdienst. Ein paar der Top-Clubs aus Europa haben offenbar Interesse an dir. Atletico, PSG, Bayern. Alex, ich bin Beatrice Villanova. Mit dir über deine Zukunft sprechen. Als Spieler, als Mensch, als Star. Das war die Rückblende. Weißt du, was mir auffällt? Man hat keinen Gareth Walker gesehen. Hm. Muss man auch nicht. Das ist ein Arschloch. So. Oh, was haben wir hier? Nach einem älteren Spiel aus. Sieht aus wie Gareth Walker. Das ist Ronaldo. Siehst du den Fleck nicht über den Mund? Tag. Gutes Spiel. Hab ich. Ich nehm Zeit. Noch dreckig gespielt. Das 100. Tor lässt auf sich warten, was, Jimmy? Nicht länger als die ersten 99. Ich glaub ja nicht, dass du es heute machst. Das, was wir einschalten müssen, wir müssen ins Menü. Wir müssen ins Weil ich mit machen möchte. Genau. Seite auswählen und wir spielen zusammen. So, als Team natürlich.
könnten auch gegeneinander, aber... Da könnten wir ja eigentlich schummeln. Das ist einfach, lass sie verlieren und dann arbeitet. Nein, das machen wir nicht. Ich spiel zusammen. So, oh Gott. Jetzt bin ich blau. Mit blau? Wo bin ich denn jetzt? Oh! Jimmy Hunter! Was für ein Schuss! Das war, glaube ich, auch so geplant, weil ich war auf Rot. Und er hat trotzdem geschossen. Egal. Jim Hunter. Ach, da ist er bereits. Ah, alles klar. Dann let's go. Oh Gott. Komm, kriegen wir hin. Ich hab mal. Hä? Oh Gott, diese Anzeigen. Das ist echt verwirrend, oder? Das ist alles so gut. Mach. Gibt's das? Now Lewis. Here's Lewis. A great Lewis. Lewis. Oh. Jawohl. Drinne. Nice. War zwar nicht Jim Hunter, aber. Ist ja egal. Der heißt eigentlich. Sehen wir gleich, glaube ich. Lecker. Die Nummer 11. 2-1. Schon so gut. Du dich. Das war ein Trick, hast du gesehen? Ich hab versucht, so überzulüpfen. Sehr schönes Tor. Lewis. Gut, dass ich Gaming Beast dabei hab. Ich hab ein bisschen geübt in der Demo. Ich vorhin haben wir zwei Runden gespielt. Ja, schade. Na, nein. Oh. Nicht mit mir. Options in the middle here. Oh, sehr gut. Haben sie zwei, jetzt glaube ich, elf Meter, wollte ich schon sagen, Ecke, aber... ja, sie haben Ecke. Yes, it's swept. Here's Robinson. And another corner. Das war knapp. Great work by the goalkeeper. Nochmal Ecke. Oh. Na dann los. Swung right into the box there. Hey. Pass auf. Sehr gut, das war ein super Schuss, oder? Finde ich gut. Guck mal, ein bisschen dichter hin. Kannst auch rufen, L1. Komm mal her! Die Anzeige, ja. Können wir das vielleicht mal, machen, wenn wir toll schossen haben oder so. Lewis. Falls wir noch einen schießen. Now Lewis. Ey, das war aber jetzt Nein. Lauf doch, lauf! Ich wollte durchlaufen versuchen, aber da hat sich die ganze Zeit den Ball liegen lassen. Oh Gott. Shitty? Foul! Foul! Zeig doch. Ich mach eine Flanke davor. Psst. Jetzt kann er gegangen. Sorry, mal ganz kurz, ich muss das ausstellen, tut mir leid. Steuerung. So. Abschlusstiming. Ich brauch das nicht. Will ich dann wenigstens auch noch? Ich glaube, es war wieder separat, ne? Huch. Kurz gucken, Moment, Leute. ist ja eh so ein kleines. Steuerung. Nicht da. Steuerung. Sorry, Leute. Wisst ihr, ist einzeln. So, jetzt kann er weitergehen. So, Torwart, gib mal her den Ball. Nimm ich gerne. Max hat. Lewis with Lewis.
Louis, bitte. Louis. Pass! Now Louis. Oh, schade. Naja, wir sind 2-1 noch. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, aber... Wir müssen nur halt nur aufpassen, dass die kein Tolle ist. Ich bin übrigens auf Halbprofi, glaube ich, ne? Bist du eigentlich so? Zumindest hatten wir es so eingestellt. Louis. Oh, gerade noch so gepasst. Oh. Foul! Free Kick. Free Kick, ich mach mal hier, ne? War ja klar, dass er nicht. Das ist raus. Na gut. Kann ich mitleben. Wilson. Here's Louis. Pass! Nicht. Ja. Ball halt einfach ab. Gibt's da nicht. Ja, lieber nochmal zurückpassen. With Roberts. Ne. Achso, ich hab den Ball ja. Ja. Nein! Oh, it's a good come on! Gonna come to. Was auf? Ist weg! Ist mal weg damit. Boah, Alter, wie die reinkicken, ne? Pass mal. Ich dachte, ich bin schneller als er. Wir sollten doch öfter passen. Alter, was machen die denn? Die hauen richtig rein, Alter, die hauen richtig rein. Merke ich, dass so... Abseits. Sehr gut. Pass hier unten hin. Boah, Alter, guck dir an, wie die reinhauen. Alter. Da brichst du dir ja 1000 Beine. 1000 Beine, so viele Beine. Ja. Knochen, meine ich. Jeez. Kannst du mal vielleicht in die Eckmitte passen, weil er war frei und dann... Achso, hab ich nicht gesehen, sorry. Ja, das glaub ich so. Ja, oh, erst oh nein. Weg damit! Komm, ist gleich vorbei, dann ehrlich. Die Hand war schon. Das gibt's doch nicht! Vor, zu Jim Hunter am besten. Na, komm! Jim Hunter, jetzt machst du noch das Ehrentor. Ich kann auch noch mal. Oh, Jim Hunter, schade. Vorbei. Jimmy. Sein 100. Tor, was gibt's? Deswegen hat er den Ball, Alexander. Ah. Hat er gut gemacht. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Nein, Spaß. Das sind gerade noch 30 Minuten. Ich weiß. War auch nur ein Scherz. So. Mal gucken, wie es weitergeht. Sehr interessant. Kann man Untertitel nicht ausmachen? Achso, ist nur wegen Fernseher. Also gar nicht wie Weihnachten. Steinzeit auch schon Fußball im Fernsehen, ja? Ey, weißt du was? Opa war ein super Spieler. Du kannst nicht mal einen Scherz vertragen. Du bist wirklich eine Spaßbremse. Damals gab's noch nicht so viel Wirbel drumherum wie heutzutage, weißt du? Wir bekamen 150 Pfund die Woche bei einem Sieg. Na, für uns ging's einfach nur um das Fußballspielen. Hey, seht doch. Perfekter Ball, hm? Das ist gar nicht so leicht, so einen Schuss gerade zu halten. Ja. Wir sollten los, oder? Der Verkehr in L.A. Komm, ich helfe dir mit den Taschen. Oh, nein, 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 Jim, das sollst du nicht. Bleib hier, ich kümmere mich drum. Willst du ihn mitnehmen? Ich habe ihn dir geschenkt. Dann leih ihn dir aus. Bringt Glück. Gib ihn mir danach einfach zurück. Okay. So, los, der Flieger wartet. Wenn ich den verpasse, macht Butler mich fertig. War eh ein Wunder, dass er mir freigegeben hat. Mann, ich glaub's immer noch. Ich weiß, Wahnsinn, oder? Als ich das letzte Mal an dem Flughafen war, ging's nach Japan. Was? Was?
So red ich halt. Ist doch normal. Wo ich herkomme, reden alle so. EA Sports Presents. See ya. You'll be my Einstein, my Newton, my Galilei, all of my Hawkins. Boy, put a pep in my step, put your arm on my neck while I'm walking. Please understand, yeah, I'll fall down for you. You. What you say? Oh my God, you're the lock and I'm a key. I got everything you need. Glaube ich, mit der Schwester. Würde ich jetzt auch so interpretieren. Ich weiß gar nicht, ob die Musik überhaupt gehört hat. Und außerdem weiß ich nicht, ob Copyright. Wenn sie ja merken. Euer Training sollte euch das Selbstvertrauen geben, um die nächste Stufe zu erreichen. Mit genau diesem Kader wollen wir zur WM nach Frankreich. Um das zu erreichen, müsst ihr es euch verdienen. Jeden Tag. Du bist nervös, ja? Hm? Persönlichkeit? Persönlichkeit! Lies vor! So, die Persönlichkeit eines Charakters verändert sich anhand deiner Entscheidungen in Unterhaltung. In jeder Unterhaltung kannst du dich für eine von drei persönlichkeitsbasierten Antworten entscheiden. Die Persönlichkeit des Charakters beeinflusst sein Verhältnis zu anderen Charakteren und sein Temperament auf dem Platz. So, weißt du, was ein bisschen nervt? Ich höre mich immer selbst. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das in der Aufnahme kann man das leider nicht. Müssen wir bei der nächsten Aufnahme machen, dass ich aus der Part über PlayStation rausgehe. Okay, machen wir so. So, ich würde aber erstmal sagen. Nerdig. Nee, ausgeglichen, oder? Nee, ich meine jetzt, aber guck mal, seit wann gibt's denn nerdig? Ja, mal was Neues. Vielleicht bei Frauen nur. Frech nicht, weil sie hat uns ja ganz nett eigentlich. Ja, meistens ausgeglichen und nerdig. Ja, machen wir Sachen. Achso. Ich will bloß allein zeigen, was ich kann. Ich bin unheimlich nervös. Ich muss mich an die Arbeit machen. Was nehmen wir? Das hat doch, oder? Weil das ist ja das Ausgeglichene. Zeit zum Arbeiten. Genieß es einfach. Das andere wird schon kommen. Kleines Warm-up? Ja, klar. Hast gegen die Deutschen ganz schön aufgetrumpft. Wir haben nicht gewonnen, aber deine Einwechslung hat die Wende gebracht. Ja, aber das ist kein Freundschaftsspiel. Und ich bin die Jüngste. Du meinst, dass ich alt bin? Nein. Bereit, Hunter? Ich freue mich drauf, Coach. Okay, dann zeig's mal. Ladies an die Hütchen, ich will Pasta-Fetten sehen. Ladies an den Hütchen. Training. Mhm. Können wir auch das halt schön mal gucken. Training? Ich weiß nicht. Bisschen doof, dass man immer dann Seite wählen muss, aber. Ich glaube, ich kann sein, dass du die spielst. Training. Wahrscheinlich mit anderen Leuten. Das lese ich mal vor. Charakterattribute entwickeln sich durch deine Spielweise und deine Trainingsleistungen. Im Training kannst du auch an bestimmten Attributen arbeiten. Sobald die Gesamtwertung des Charakters steigt, schaltest du Skillpunkte frei. Mit ihnen kannst du einzigartige Spielereigenschaften freischalten. Beginne mit einigen grundlegenden Trainingsübungen und versuche mindestens eine B-Wertung zu erhalten. Heute sollten wir ein wenig trainieren. Oder wie seht ihr das? Sind die Zelle Wechselspieler. Ganz schön klein, ne? Ach, da hinten, ja, ich hab's jetzt gar nicht gesehen. Ganz hinten links. Achso, ich hab gedacht, hier. Ja, der Stern, alles klar. Das ist klein. So, was machen wir? Flachpass, schießen, alles machen. Grätschen. Achso, wir müssen alles machen. Ich dachte, wir können es eins aussuchen. So, passe zu markierten Spielern. Wir können es ja abwechseln, ich kann doch den Controller überreichen, das ist doch kein Ding. Achso, ich muss alle spielen. Nein, ich war immer falsch. Im Kreis passen. Oder da, wo er hinzählt. Ist schon diese Anzeige da. Ja. Ist ein bisschen doof. Wir am Anfang, glaube ich, einstellen müssen. So ist das, glaube ich.
Das ist echt dämlich. Huch. Wozu braucht jemand? Hast du ja schon auf A. Echt? Sehr gut. Dann überreichen Controller. Oh, und Ziele. Da bist du eigentlich gut drin. Mal gucken, ob ich immer noch so gut bin. Wir sind nur links und rechts oben. Warte mal, trotzdem Punkte. Sehr gut. War zwar nicht die. Warte. Oh. Muss ich auch noch ein bisschen üben. Mhm. Oh. Mann, ich muss das noch üben. Wir haben noch drei Versuche. Wir haben drei Versuche. Ich meine, wir haben ja noch. Wir können ja danach nochmal versuchen. Wisst ihr, ich kann das noch nicht mehr so richtig. Ich mach neue Versuche. Oh, Mann, D. Okay. Nee, das neue passt. Das passt nicht. Halt. Also, das Ziel ist halt irgendwie auch ganz anders. Oh. Der war gut. Na. Ein noch. Und was ist es? Ein C. Komm, lassen. Einmal noch. Mach ich aber noch mal so. Naja, mach. Noch neu. Blablabla. Ui. Okay, der war gut. Bisschen höher. Ja, so ist gut. B haben wir schon mal. Jetzt nochmal versuchen. Bisschen höher. Okay. Ja, war gut. Lass mal. Super, jetzt krieg ich das Schwierigste. Grätsche. Erobere den Ball durch Grätschen. Das war, Viereck. Grätsche. Muss jetzt reingrätschen. Läuft jetzt ganz langsam, du musst jetzt halt reingrätschen, dass ohne dass du voll machst. Halt. Ich komme. Wow! Nicht funktioniert? Hast du noch eine Chance. Lass nicht von hinten, bist faul. Ach so, von hinten nicht. Sorry. Ist von faul, du hast ja dann berührt sozusagen. Zuerst berührt. Letzter Versuch. Müssen wir nochmal machen, glaube ich. Naja, ja. Das soll, glaube ich, alles schaffen, um A zu kommen. So, also. Pass ein bisschen auf das Licht. Das ist doch nah. Ja, sehr gut. Ich kann's. So, mal schauen. Ist er zufrieden mit uns? A, B, A. Ja, kann man doch zufrieden sein. Beweglichkeit, Ballkontrolle, Dribbling ist hoch. Sehr gut. Beim Schießen zumindest. Es ist mir eine Ehre, derart energiegeladene Spielerin zu trainieren. Vielen Dank. Ach, da sind wir. Ah, jetzt sind wir in der Startelf. Das ist. Ja, ja, da Max lässt wieder seinen Controller auf. Ich hoffe, ihr hört die Musik. Wir hören die Musik immer machen. Ja. Danny Williams Team. Danny Williams spielt für den Premier League Club deiner Wahl. Bei jedem Verein gibt es unterschiedliche Erwartungen und Belohnungen. Bei einigen Clubs ist der Sprung in die Startelf unter Umständen leichter. Dafür können Gehälter und Boni jedoch niedriger liegen. Wähle den Premier League Verein, bei dem Danny Williams unterschreibst. Okay. Das sind halt die englischen Teams jetzt, ne? Okay, was haben wir hier? Brighton? Also ich wäre so für so, sagen wir mal so, ich würde sagen Arsenal, Liverpool, Manchester City. Das sind die drei. Oder Chelsea vielleicht noch. Chelsea wäre ich auch ein bisschen dafür. Liverpool ist, glaube ich, das Beste, weil das Jürgen Klopp. Aber es ist zwar nicht so viel Geld, aber ein bisschen Start ist. 8,5. Und die haben schon die meisten Tore schon, glaube ich. Nehmen wir Liverpool, oder? Wir können nochmal nach Manchester City, da ist der Bräune zum Beispiel. Oder okay. Manchester United geht auch. Kriegt auch noch ein bisschen mehr Gehalt. Da ist vielleicht ein guter Spieler drin. Guck mal, bei Manchester City, United meine ich, daneben gleich. Kriegt er noch 50 weniger? Wollen wir Manchester City kommen? Oder? Titel. Liga 5 für ein Ziel, halt 75.000, 90.000. Startelf. Na komm, dann machen wir hier. United. Hä? Und noch City. Ach so. Naja, egal. Das ist zu spät, sorry. Oh, sorry. Danny Williams, hey. Saisonvorbereitungstraining, das ist schlimm, Manchester als zu United. Spät zum Training zu kommen, ausrutschen und verletzt zugucken zu müssen. Michael, wieso bist du zu spät? Ich hatte gerade ein Meeting mit Roger über Anlageoptionen und man muss spekulieren und akkumulieren und so ein Zeugs. Klar. Was machst du hier? Ich hatte ein paar Meetings für meinen Nummer 1 Klienten. Deinen einzigen Klienten. Das Beste kommt immer zum Schluss, nicht wahr? Worum geht's? Ich muss zum Training. Wenn ich zu spät bin, macht Butler mich fertig.
Danny, ich weiß, dass die letzte Saison nicht wie geplant lief. Klar, du bist kein schlechter Spieler. Ich meine, das sind Anlaufschwierigkeiten. Was soll das heißen, Michael? Es ist so. Der Verein ist geteilter Meinung. Ich bin The Williams. Das wird meine Saison. Ich muss mich anstrengen. Okay, dann muss ich mich wohl anstrengen und ein paar Zusatzeinheiten einlegen. Meinetwegen. Sehr gut, sehr professionell. Gute Antwort. Fang gleich mit der Vorbereitung an, okay? Und jetzt zeig mal diesem Club, wie wichtig du bist. Und denk dran. Für mich bist du die Nummer 1. Danny? Ja, was? Training? Oh, Butler macht mich platt! Ich brauche einen neuen Job. Ja, Alex, da hast du schon verloren. Tja. Jetzt wahrscheinlich jetzt Zeitings Hunter, oder? Das war Ladebildschirm. Auch heute wird wieder trainiert. Also legen wir los. Ah, nee, Danny ist es noch. Jetzt müssen wir mit Danny trainieren. Fünf Wind. Okay. Wer macht's? Du bist dran. Das Team, das zuerst 5 Tore erzielt, gewinnt. Das ist ein kleines Fußballspiel. Mit kleinen Toren. Genau. Die Gelben. Hat er sich ausgedribbelt? Oh. Oh, der ist dran. 2-0. Oh, drin. 3-0. Sehr schön. Ja. Oh. Ja. Seitenwechsel. Nee, doch nicht. War jetzt irritiert. Oh, 4-0. Jetzt ist auch noch. 5-0. Was? Sehr gut. Ein A. Ein F. Fortsetzen. Ich würde sagen, das war erfolgreich. Okay, gutes Training heute. Vor allem und von wir sind in der Startelf. Gut danke. Gemacht. Vielen Dank. Tut mir leid, wir machen die Verträge. Kommt auf dein Konto. Kommt direkt aufs Konto. Glaub mir, Mann. Dein Profit verdoppelt sich in einem Monat. 2 maximal. Alles klar, Mann? Und? Haben wir einen Deal? Schick! Alles cool. Ich bring heute Abend die Verträge, okay? Ja, okay. Läuft. Ciao. Bis später dann. Du, mein Freund, bist das Gesicht von Macmillans Frittenbudenmann. Ja, du kriegst sogar Fritten auf Lebenszeit. 28 Filialen in England. Also wow. Nenn mich den Werbeguru. Du meinst Macmillans? Macmillans ja. Frittenbude? Millis? Ja, ja, wo wir jeden Tag gegessen ja. haben? Ja, Millis? Ganz genau. Das ist großartig. Das will ich ja nicht sagen. Ja. Das ist ja eine Verarsche von... Zwischen Radiowerbung und Fotoaufnahmen für Printwerbung. Und sowas in der Art. Was sollen wir machen? Zentrale Entscheidungen. Im Laufe ihres Journey-Abenteuers werden Charaktere mit wichtigen Entscheidungen konfrontiert. Manche Entscheidungen bestimmen über das Schicksal bestimmter Charaktere. Zentrale Entscheidungen lassen sich nicht rückgängig machen, also überlege dir genau, wie du vorgehen möchtest. Ich weiß, wie ich das jetzt ändern kann. Ich geh später. Printanzeige oder Radiowerbung? Mann, oh. Was werde ich wohl ging nehmen? Auf Zeit. Bring mich ins Radio. Ah, echt geil. Hey, Mist. Adidas als nächstes. Hör ich den Spielton nicht mehr. Mach dir einen Namen.
Mit großen Titeln, Spieler des Tages Awards. Dann kennt schon bald jeder Del Williams. Mann, das ist Adidas. Ja, das kann sein. Mach nur. Danny Boy, the pipes are calling. Oh je, das ist Roger the Dodger, der Business Manager vom anderen Stern. Ich heiße Ringo, klar. Oh ja, mein Fehler, stimmt. Niemand hat dich je Ringo genannt. Seinen Spitznamen kann man sich nicht aussuchen, so läuft das nicht. Was? So haben mich in der Schule alle genannt. Wann? Als ich Schlagzeuger war. Hallo? Ist doch... Du hast einmal Triangel gespielt im Orchester und das auch noch falsch. Na, zweimal. Wie gehen die Geschäfte? Tatsächlich richtig gut, Michael. Roger hier hat für mich einen Werbedeal besorgt. Macmillans Frittenbude. Mann, da haben wir gegessen. Oh, jeden Tag, oder? Ich hab mal Fritten. Ringo. Apropos Deal, denk bitte an den Termin zur Vertragsverlängerung, ja? Am Tag des letzten Vorbereitungsspiels. Ja. Also gib im Fernen Osten alles und wir können im Geschäft sein. Aber locker bleiben, Kumpel. Deine Zukunft hängt davon ab, Danny. Alexander Steen. Alexander spielt für den europäischen Spitzenclub der Naval. Die Trainererwartungen im Hinblick auf den Sprung in die Stadt Elf ähneln sich bei allen Fällen. Die Gehälter und Boni unterscheiden sich jedoch. Für den europäischen Verein, bei dem Alexander unterschreiben soll. Warte. Gut. Wir könnten jetzt Pause machen. Genau, das wir unterbrechen hier und wo er unterschreiben wird, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.